Die wohl witzigste Neuheit des Jahres 2014. Und zwar sind das die Moskitos von Lassie Feuerwerk. Insgesamt 6 Stück in so einem kleinen Klarsichtbeutel. Sind nicht sonderlich groß, sehen ein bisschen aus wie Bienen. Von der Größe her würde ich mal schätzen, ungefähr wie Keller Pyrospeed. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Ja, wir haben hier eine Gesamt-NEC von ca. 9 Gramm auf die 6 Stück verteilt. Ja, das Ganze angegeben hier als Wirbel mit der BAM F21148. Ansonsten haben wir hier noch den Hersteller CHI. Ja. Schauen wir uns mal einen im Detail an. So, hier haben wir dann mal einen im Detail. Wie gesagt, nicht sonderlich groß. Sieht fast aus wie eine Biene. Doch es handelt sich hier um einen, ja, Zirkoblitz-ähnlichen Effekt, nur ohne Zerlegung am Ende. Sprich, es hat eine ähnliche Funktionsweise wie eine Biene. Die grüne Visco brennt halt hier bis in dieses Loch herein. Es entsteht ein Druck und ja. Der Artikel beginnt sich zu drehen durch den Druck hier an der seitlichen Düse. Zeitgleich entsteht jedoch auch ein Druck hier unten aus dieser Düse. Und dieser funktioniert ähnlich wie, ja, fast ein bisschen wie eine kleine Rakete. Das heißt, man stellt das Teil so hin, entzündet es an der grünen Visco. Diese brennt bis hierhin, dass, ja, der Moskito, der Artikel, fängt an sich zu drehen, erlangt dadurch eine gewisse Stabilität und dann zündet hier unten die Düse, hier, wodurch dann der Artikel in die Luft befördert wird. Ist ein, ja, typischer Zirkoblitz-ähnlicher Effekt, nur halt ohne Zerlegung und deutlich kleiner. Sind auf jeden Fall aber sehr witzig. Auch geliebt durch ihren sehr interessanten Sound, den sie beim ja, Hochfliegen abgeben. Auf jeden Fall eine sehr witzige Neuheit. Gab es so in der Art vorher noch nie in Deutschland, meines Wissens nach. Jedenfalls noch nie mit BAM-Zulassung. Da die Teile doch schon sehr unkontrolliert fliegen können bei falscher oder ja nicht richtiger Verwendung. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein paar testen. Ist auf jeden Fall ein sehr witziger und interessanter Artikel.